Moin, ich bin der Jules und das hier ist ein Video aus meiner Guide-Reihe zur Prüfung des Kreuzfahrers. Hier zeige ich euch nicht nur den normalen, sondern auch den heroischen Modus. Solltet ihr eine Frage haben, die im Video nicht beantwortet wird, so schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und jetzt starten wir mit dem Guide. Im Kampf gegen die Zwillingswalkür dreht sich alles um Licht und Schatten. Sobald die Bosse aktiviert sind, spawnen 4 zusätzliche Portale in der Arena, 2 helle und 2 dunkle, welche von den Spielern benutzt werden können, um sich entweder mit der Essenz der Nacht oder der Essenz des Lichts zu buffen. Die Buffs sorgen dafür, dass der jeweilige Spieler immun gegen den Schaden der einen Walküre wird und ihr auch deutlich weniger Schaden zufügt, im Gegenzug aber deutlich mehr Schaden, also Bonusschaden, gegen die andere Walküre macht. Es ist wichtig, dass sich jeder Spieler für eine der beiden Essenzen entscheidet, denn jeder der Bosse hat eine pulsierende Aura, die alle 2 Sekunden Schaden zufügt, und wenn ihr euch für keine der Essenzen entscheidet, werdet ihr auch von beiden getroffen und sehr wahrscheinlich sehr schnell sterben. Darüber hinaus teilen sich die beiden Walküre einen Lebenspunktepool, ihr müsst also nicht darauf achten, diese gleichzeitig zu töten, sondern sie werden automatisch zeitgleich sterben. Für die Aufstellung empfehle ich euch, 2 gleich große und vor allen Dingen von den Schadensausteilern her gleich starke Camps zu bilden. Dabei solltet ihr euch am besten so mit den Essenzen eindecken, wie ihr hier auf den Bildern seht. Das bedeutet, ihr bildet eine Gruppe mit Tank und DDs, die sich mit dem dunklen Portal quasi die Schattenessenz holen und bei der Lichtwalküre stehen. Und dazu stellen sich 2 Heiler, die allerdings die Lichtessenz haben. Und genau andersrum gespiegelt, bei der Schattenwalküre haben der Tank und die DDs die Lichtessenz und die beiden Heiler außenrum haben die Schattenessenz. Wichtig ist auch, ihr könnt bereits bevor ihr pullt, euch mit den beiden Portalen, die näher zum Eingang sind, die jeweilige Essenz holen. Ihr könnt also bereits vor dem Pull euch auf die richtige Essenz einstimmen und dann gemeinsam reinlaufen. Die Kernmechanik des Kampfes gegen die beiden Walküre-Zwillinge besteht aus einer Reihenfolge von 4 zufälligen Zaubern. Diese werden jedoch immer erst alle gewirkt, bevor die Reihenfolge von vorne beginnt und dementsprechend derselbe Zauber ein zweites Mal gewirkt werden kann. Die erste Möglichkeit, die gewirkt werden kann, ist Schild und Heilung. Eine der beiden Walküren wird sich mit einem Schild buffen und beginnen eine Heilung zu zaubern, welche 15 Sekunden lang Zauberzeit hat. Es ist wichtig, dass ihr rechtzeitig den Schild zerbrecht und dann die Heilung unterbrecht. Wenn ihr das nicht schafft, werden sich beide Walküren um 20% ihrer maximalen HP heilen. Es sollte im normalen Modus absolut ausreichen, wenn die Schadensausteiler, die an dem jeweils betroffenen Boss stehen, auf diesen Schaden machen. Die anderen Schadensausteiler können einfach auf ihrer Walküre bleiben, denn die DDs mit der richtigen Farbe schaffen es auf jeden Fall rechtzeitig, das Schild zu brechen und dann den Zauber zu unterbrechen. Wichtig ist auch, dass ihr während dieser Phase, während sich die eine Walküre mit einem Schild schützt, wird sie keinen Schaden mehr verursachen. Die andere Walküre bekommt allerdings währenddessen einen kurzen Berserker und die Heiler müssen dementsprechend auf den Tank etwas besser aufpassen. Die Alternative zu Schild und Heilung ist der Lichtvortex bzw. der Schattenvortex. Eine der beiden Walküren wird dabei für 8 Sekunden zaubern und danach 5 Sekunden lang einen Flächenzauber kanalisieren, der den ganzen Raid trifft und jede Sekunde hohen Schaden zufügt. Hier ist es wichtig, dass alle Spieler, die nicht die richtige Essenz haben, um gegen den Vortex immun zu werden, schnell auf die richtige Essenz wechseln, damit sie keinen Schaden erleiden. Ich habe euch hier einmal die Laufwege eingezeichnet, die jeweils beim Licht- bzw. beim Schattenvortex von den Spielern zurückgelegt werden müssen. Es ist wichtig, dass sich die Spieler danach aber wieder auf ihre ursprüngliche Essenz zurückwechseln, damit, falls danach Schild und Heilung kommt, auf jeden Fall genug Schaden vorhanden ist, um das Schild beider Walküren zu brechen oder halt der jeweiligen Walküre, die geschildet ist. Die letzte Fähigkeit des normalen Modus sind die Licht- und Schattenkugeln. Nach einigen Sekunden werden am Rand der Arena Licht- und Schattenkugeln spawnen, welche sich zufällig durch den Raum bewegen. Dabei ist es so, dass dunkle Kugeln von Spielern mit der dunklen Essenz aufgesammelt werden können und helle Kugeln von Spielern mit der hellen Essenz. Berührt ein Spieler mit der falschen Essenz eine Kugel, so explodiert er und verursacht dabei hohen Schaden. Im Gegenzug ist es aber auch so, wenn ihr eine gute Kugel aufsammelt, bekommt ihr einen Buff, der euch stärker macht. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die richtigen Kugeln zu den Schadensausteilern durchlasst und die falschen Kugeln abfangt. Deshalb stehen auch die Heiler außerhalb der Camps und haben die jeweils andere Essenz. Ihr Job ist es, neben dem Heilen der Gruppe und des Tanks, auch die jeweiligen Kugeln abzufangen, die sich dem Camp nähern. Schauen wir uns also das obere Camp an, so wäre es so, dass die Heiler hier die Lichtkugeln abfangen und die Schattenkugeln ins Camp durchlassen. Im heroischen Modus ändern sich im Kern 3 Dinge. Zum einen sind die Schilde und die Heilung
deutlich stärker. Ihr benötigt erheblich viel mehr Schaden, fast doppelt so viel, um das Schild der Walküre zu brechen und damit ihre Heilung zu unterbrechen. Wenn ihr die Heilung nicht unterbrecht, dann heilen sie sich auch um 50% ihrer maximalen Lebenspunkte anstatt nur 20%. Es ist also unglaublich wichtig, dass ihr es schafft, das Schild zu brechen. Wenn der Schaden von einer Gruppe nicht reicht, um den Schild ihrer Walküre zu brechen, so müssen auch die DDs der anderen Gruppe auf dieses Ziel wechseln. Als zweites erhöht sich der Kugelschaden, das heißt die Lichtkugeln und Schattenkugeln, die in der Regel von euren Heilern abgefangen werden, verursachen deutlich mehr Schaden, wenn sie mit der falschen Essenz kollidieren. Normalerweise sorgt es dafür, dass der getroffene Spieler mit einem One-Shot stirbt. Ihr müsst also unbedingt darauf achten, dass die Kugeln von euren Heilern eingesammelt werden, aber sie dabei nicht die falschen Kugeln einsammeln. Weiterhin bekommen die Walküre eine zusätzliche Fähigkeit, die Berührung des Lichts bzw. die Berührung der Dunkelheit. Dabei wird ein zufälliger Spieler mit dem jeweiligen Zauber getroffen und verursacht dann abhängig davon, welcher es ist, um sich herum entweder Heiligschaden oder halt Schattenschaden. Es ist wichtig, dass der betroffene Spieler schnell reagiert. Wenn er in seinem Camp sauber steht, also sauber eingeteilt, dann muss nur er rauslaufen, wenn er den falschen Debuff bekommt. Also mal angenommen, ein DD im Lichtcamp wird mit der Berührung der Dunkelheit getroffen, so muss er schnell rauslaufen und der Rest des Camps bleibt stehen. Wird ein DD im Lichtcamp mit der Berührung des Lichts getroffen, so muss sich im Endeffekt gar keiner bewegen, denn alle Spieler innerhalb dieses Camps sind immun gegen den Heiligschaden. Es ist also wichtig, dass ihr hier unbedingt auf die Aufstellung achtet und schaut, welcher Spieler von welchem Debuff getroffen wird. Neben der bisher gezeigten Strategie gibt es auch die Möglichkeit, eine alternative Zerg-Strategie zu spielen. Dabei geht es darum, dass sich fast der gesamte Raid, bis auf die kugelabfangenden Heiler, mit der Schattenessenz am Anfang verbinden. Und man ignoriert quasi die Schattenwalküre komplett und alle Schadensausteiler machen nur Schaden auf die Lichtwalküre. Für den Lichtvortex werden dann Raid-Cooldowns wie göttliche Aufopferung und Heldentum benutzt und der Schild der Schattenwalküre wird einfach ignoriert. Man probiert einfach nur, die Lichtwalküre so schnell wie möglich runter zu nuken. Sollte man nicht schnell genug sein und einen zweiten Lichtvortex bekommen bzw. einen zweiten Schattenschild bekommen, dann ist es wahrscheinlich besser, die vorhin gezeigte Strategie zu spielen. Mit besserem Gear wird allerdings die Zerg-Strategie wahrscheinlich immer attraktiver für Gruppen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Hier verlinke ich euch auch nochmal zwei meiner anderen Videos. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in PDK, guten Loot und bis zum nächsten Mal.